Schönen guten Tag, ich freue mich, dass ihr wieder unseren Kanal eingeschaltet habt. Ich wurde gefragt, ob ich nicht mal ein Video machen kann, wie man stricken lernen kann. Natürlich kann ich das gerne machen. Bevor ihr euch überlegt, überhaupt stricken zu wollen, wie gesagt, auf dem Markt gibt es ja sehr viele Wollen von der Industrie angeboten und jede Wolle besitzt solch eine Banderole. Dieses Gelbe hat zum Beispiel eine Nadelstärke von 3 bis 4 und vom Hersteller wird empfohlen, dass dieses Kleidungsstück bis 30 Grad gewaschen werden kann, nicht gebügelt, nicht in den Trockner und nicht in die chemische Reinigung. Ja, diese Rote hat zum Beispiel eine Nadelstärke von 8 bis 9. Dieses kann auch bei 30 Grad gewaschen werden und das andere gilt, wie gesagt, wie bei der gelben. Und die blaue, die hat eine Nadelstärke von 5 bis 6. Und hier sagt der Hersteller, dieses Kleidungsstück, hier ist eine Hand drinne, sollte mit der Hand gewaschen werden und alles andere wäre auch verboten. Das ist nicht nur bei dieser blauen Wolle so, sondern auch bei Alpaka. Also wenn ihr euch überlegt, etwas selbst herzustellen, zu stricken, ein Schal, Mütze, Handschuhe, was auch immer, dann achtet immer auf diese Zeichen, weil dann müsstet ihr dieses separat waschen. Auch Alpaka kommt nicht in die Waschmaschine. Ja? Das wäre erstmal dazu. Ich persönlich habe hier solch eine handelsübliche Wolle. Das ist Nadelstärke 3 bis 4. Damit komme ich immer sehr gut zurecht. Sie ist sehr pflegeleicht. Also dieses Kleidungsstück kann auch in die Waschmaschine bei 30 oder 40 Grad gewaschen werden. Damit komme ich sehr gut klar. Ich möchte noch anmerkend sagen, wenn ich zum Beispiel einen Schal stricke, so wie dieses Modell, finde ich es persönlich schicker, wenn die Maschen etwas breiter sind. Man kann es auch mehr ziehen. Hier ist, glaube ich, mit der Nadelstärke 7 oder 8 habe ich hier gestrickt bei dem Muster. Bei der Mütze habe ich mich natürlich an die Nadelstärke gehalten. Und wenn ihr seht, die rechte Masche ist hier etwas größer als hier. So ist dieser Unterschied gemeint. Ja? Also ihr müsst euch nicht daran halten, was der Hersteller sagt. Ihr könnt auch eine andere Stärke nehmen, desto größer werden auch die Maschen. Um euch das noch verdeutlicher zu sagen, das ist genau die gleiche Wolle, nur wie gesagt in einer anderen Farbe. Das ist die Nadelstärke 8 und gestrickt sollte werden mit der Nadelstärke 3 bis 4. Das wäre die 3. Ne? Man sieht hier schon einen deutlichen Unterschied und dementsprechend, je größer ihr die Nadel auswählt, desto größer werden auch die Maschen. Mache ich aber nur bei diesen Schals. Ne? Da tausche ich die Nadeln aus, damit ich dieses schöne, große, fluffige Muster habe. Wie nehmen wir denn die Maschen auf? Jeder nimmt die Maschen auf, so wie er es gerne kann oder wie es ihm für ihn am leichtesten ist. Ich persönlich mache es so, dass ich mir den Faden hier so hinlege, festhalte und gehe mit Daumen und Zeigefinger hier rein in das Loch und ziehe es so hoch, ja, dass der Daumen und der Zeigefinger ein Kreuz haben. Und dann gehe ich mit der Nadel bei dem Daumen rein, ziehe es rum und nehme diesen Faden und so durch. Ja, ich kann es nochmal machen, nochmal wiederholen. Einfach solch eine Schlaufe festhalten, Daumen und Zeigefinger hier so rein. Es passiert ja nichts. Ja, ihr haltet das ja fest, die Enden, denn die Nadel hier rein. Hier rein, so sieht es aus und schiebt sie durch dieses Loch durch und habt die erste Masche. Und könnt sie so ziehen. Dann drehen wir das einfach alles um.
nehmen unseren Arbeitsfaden und jetzt können wir die Maschen aufnehmen. Das heißt, ich stecke die Nadel, ich mache es mal ein bisschen größer, hier rein, so, nehme diesen Faden, den Arbeitsfaden, ihr könnt es hier gerne festhalten und schiebt es so durch. Ja? Und jetzt fangen wir an, die Maschen aufzunehmen. Und da arbeiten wir mit der linken Nadel. Stechen hier unten rein, nehmen den Faden und gehen hier durch das Loch durch. So, so und hier durch. Nochmal, einfach hier durch, den Faden nehmen, ihr könnt ihn wie gesagt festhalten, durch dieses Loch durch und dann habt ihr die Masche. Wie viele Maschen haben wir? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt haben wir hier 10 Maschen. 2, 4, 6, 8, 10 Maschen. So, diese 10 Maschen, die werden jetzt ganz normal abgestrickt mit der rechten Nadel. Ihr stecht in die erste Masche rein, wieder diesen Faden holen und auf die rechte Nadel rüberschieben. Das nächste unten reinschieben, Faden holen, ihr könnt das gerne hier festhalten, hier unten durch, dann haben wir die zweite rechte Masche. Und so werden alle 10 Maschen abgestrickt. Das wäre jetzt die neunte. Das neunte. Hier ist die neunte. Und das ist jetzt die Beginnmasche. Und da lege ich den Faden hier rum, steche in die letzte Masche ein, so dass hier der Faden zwischen der vorletzten und der letzten Masche ist. Dann drehe ich die Arbeit wieder um, halte den ersten Faden fest, den Endfaden, und wenn wir das jetzt wieder auf rechts stricken, die erste Masche, steche ich hier rein, ziehe den Faden rum und habe das abgestrickt und schon ist es fest. Wieder hier rein, so. 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 Bis zum Ende. Das ist die vorletzte Masche. Den Faden vor die letzte Masche, in die letzte Masche einstecken und wieder rumdrehen. Wenn wir dieses Muster immer hin und her stricken, dann haben wir Rechts-Links-Muster. Wenn wir es hier, seht ihr das, ne? Hier ist der Knoten zu sehen und hier unten, das ist eine linke Masche und das hier unten ist eine rechte Masche. Um das alles auf rechts zu machen, wird bei der zweiten Reihe der Faden vor die Masche gelegt, beides reingesteckt, gezogen, durch. Vor die Masche, beides reinstecken, rum und gezogen. Vor die nach und gezogen. Vor, gezogen. Und so werden alle Maschen abgestrickt. Sind wieder bei der letzten, Faden davor. Nadel rein und umdrehen. Die nächste Reihe wird wieder ganz normal gestrickt
So. Rein. Faden davor, rein, umdrehen. So, eine Reihe zeige ich euch noch. Faden nehmen, Nadel in die rein, den Faden ziehen. Und jetzt wird wieder der Faden vor die Arbeit gelegt. Halt. Sind bei der letzten angekommen. Und so sieht jetzt unser glattes Muster aus. Hier, dieses hier unten, das wäre links. Ich habe jetzt hier mal ein Stückchen weiter gestrickt und die Nadelstärke verändert. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Hier habe ich gewechselt mit der Nadel. Die Maschen sind etwas größer und die sind etwas kleiner. Wenn ihr auch dieses Muster stricken möchtet, wie ich das mit meinem Schal euch gezeigt habe, da strickt ihr wirklich nur rechts und das ist auch gar nicht so schwer. Die erste Masche ganz normal abstricken. Die zweite auch. Um die dritte wird der Faden gelegt und einfach rübergezogen. Die zweite wird wieder abgestrickt und die darauffolgende wieder rübergezogen. Abgestrickt, Faden vor die Arbeit und rübergezogen. Jetzt kommt hier wieder unsere Abschluss. Masche, dann wird die Arbeit gedreht. Die wird wieder ganz normal abgestrickt. Und diese beiden Maschen, die jetzt hier zusammen sind, die werden einfach genauso abgestrickt. Die nächste wird wieder rübergezogen. Die werden wieder beide zusammengestrickt. Wieder rübergezogen, zusammengestrickt. Rübergezogen, zusammengestrickt. Hier kommt wieder rübergezogen, Faden vor die Arbeit rum. Dann wird das Ganze wieder gedreht. Abgestrickt, die beiden wieder rechts. So. Rechts, rüber, rechts. Und so wird das fortlaufend gemacht. Wieder umgedreht. Und hier könnt ihr schon langsam dieses Muster erkennen. Wieder zusammengestrickt, der Faden rübergezogen, zusammengestrickt. Und ihr seht, ihr habt hier dieses Muster. Ja, ihr strickt quasi immer nur rechts. So. Machen wir noch mal eine Reihe. Ja, hier könnt ihr das Muster schon langsam erkennen. Die beiden werden wieder zusammengestrickt. Die bekommt wieder ihren Faden zusammen. So, ziehen wir das mal hier so rüber. Und ihr seht, wie breit es auf einmal aussieht, wenn man sich das von hier unten vergleicht.
Ne? Ich halte das hier mal so ran. Und das wird dann genauso fluffig wie mein Schal. Und ihr strickt, wie gesagt, nur immer rechts. So, für mich reicht diese Größe für mein Loop und ich werde jetzt zum Ende kommen. Und ich mache das immer so, dass wenn ich die Maschen abnehme, genau der Endfaden an dem gleichen Ende ist. Und wie nehme ich persönlich die Maschen ab? Das zeige ich euch. Wie gesagt, hier wird das wieder reingesteckt und jetzt werden die Maschen rechts abgestrickt und rübergezogen. Rechts abgestrickt und rübergezogen. Es kann auch ein bisschen locker sein. Seid da nicht so, zieht das nicht so fest, weil das sieht am Ende nicht schön aus. Wieder rechts abstricken und rüberziehen. Und so wird das gemacht bis zum Ende. Für diesen Loop habe ich 104 Maschen aufgenommen. Ich hatte schon mal einen probiert, aber der war mir zu lang. Das fand ich dann am Ende doch nicht so schick und habe mich entschlossen, das etwas kürzer zu machen. Für den Verbrauch, wie viel Wolle habe ich dafür verbraucht? Vielleicht 1,5 Knöllchen. Und ich sage mal, für den Preis ist das relativ gut. So, das mache ich jetzt bis zum Ende. Und wenn ich dort angekommen bin, dann zeige ich, wie es weitergeht. So. Das ist jetzt die vorletzte Masche. Und die letzte Masche wird genauso abgestrickt, rübergezogen und dann kann man das richtig schön ziehen. Und da ich das ja vernähten möchte, messe ich mir das ungefähr aus, wie lang der letzte Faden sein könnte. Hier und gebe noch etwas dazu. Das heißt, ich werde es hier abschneiden und diesen Faden hier einfach durchziehen, durch die letzte Masche. So. Und dann wird das einfach zugezogen. Und fertig wäre es erstmal. So, und ganz zum Schluss nähen wir das natürlich noch zusammen. Dafür habe ich hier so eine Nähnadel für Wolle, die gibt es auch ganz preisgünstig zu kaufen. Dort sind drei Stück drin. Das ist etwas mit der Stärke und die Öffnung des Loches. Jetzt lege ich mir das schön zusammen. So. Hier oben. Und steche das einfach hier so rein. Und ziehe es zusammen. Die nächste. Die nächste Masche. Und das mache ich jetzt bis zum Ende. Es sollte immer Masche auf Masche sein. Hier ist die nächste. Kommt das hier rein. Und dann sieht das so aus. So, den Loop habe ich zusammengenäht. So sieht er am Ende aus. Mir persönlich reicht er. Wie gesagt, ich habe 104 Maschen aufgenommen. Wenn euch dieses zu lang oder zu kurz ist,
könnt ihr das selber entscheiden, wie ihr das möchtet. Ja, also ich bekomme ihn bequem zweimal um den Hals. Für das Material, ja, weiß ich nicht so genau, aber so anderthalb Lagen kann es gut sein. Vielleicht auch nur eine, das kann ich jetzt nicht mehr so nachvollziehen. Bei diesem Schal habe ich etwas mehr gebraucht. Hier sind zwei Lagen drin. Der ist ja super lang. Das sind ja diese Schals, die man so als Knoten um den Hals macht. Hier habe ich einen Maschenanschlag von 36 und hier sind zwei ganze Lagen drin. Also der ist schon sehr, sehr lang. Ja? Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freut es mich. Vielleicht findet ihr Spaß daran, euch das eine oder andere nachzustricken. Vielleicht sowas Leichtes wie diesen Schal oder wie gesagt diesen Loop. Dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Sollte ich irgendetwas vergessen haben, dann schreibt uns das doch in unsere Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und sag mal ganz lieb, tschüss, bis zum nächsten Mal.